Herzlich willkommen zu einem neuen Video der RSFM. Ja, Wochenupdate steht an. Sie wissen es. Jeden Sonntag alle Coins plus Wunschcoins. Wir haben heute ein Riesenpaket dabei. Das heißt, wir müssen das Video sogar auf zweimal drehen. Ja, und an dieser Stelle vielen herzlichen Dank für die täglichen Likes. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie dieses Video auch liken. Und wenn Sie einen Wunschcoin haben, einfach unterhalb der Videobeschreibung. Wir schauen dann, dass wir immer wieder Wunschcoins aus vergangenen Videos reinnehmen. Auch wenn diese fünf oder sechs Wochen zurückliegen. Wir besprechen nun alle Coins wir mal es nach dem Intro herzlich willkommen zu einem neuen video der RSFM. Ja, zunächst einmal sehr schöne ja, Movements auch. Wir haben ja vergangene Woche darüber gesprochen. Wir haben glaube ich drei Videos gemacht über Anstiege sowohl in Bitcoin als auch bei den Altcoins. Und ja, wie schon gesagt, wir haben die Phase genutzt, in der wir keine Anstiege hatten, denn das ist die Phase, in der man einkaufen sollte. Ja, und jetzt warten wir einfach, bis der Markt sich erholt. Und wir möchten heute wieder ein paar Infos mitgeben für die nächste Woche, aber auch für viele, viele Altcoins starten wir direkt los. Und ja, U30, wer hat die Woche? Be ja, kann man sagen, geschlossen und zwar in unserer Mini-Zielbox hier. Sie sehen das? Wir haben hier unten eine Mini-Zielbox definiert gehabt für einen Long-Einstieg, den wir getätigt haben. X-fach und immer, wenn der Preis jetzt hier runterkommt, dann werden wir einsteigen. Aber be careful, wir könnten bis hier runterkommen. Ja, es ist keine Garantie, dass wir hier steigen. Es könnte auch alles zusammenfallen an dieser Stelle. Deswegen, der Dow Jones, den hier zu traden, ist sehr, sehr gefährlich unserer Meinung nach. Und deswegen sagen wir, be careful. Und äh, ja, Sie sehen es, zwei Alarme sind auch gestellt. Falls wir mal in dem Moment nicht dran schauen. Nichtsdestotrotz, der Dow Jones hat hier immer noch seine Trendwendebox, die er nach oben hin verlassen kann. Sie sehen es, 33.365 an der Unterkante. Im Best Case zwischen 33.4 und 33.5 sollten wir halten. Ja, dann gehen wir direkt weiter zum US-Dollar-Tether. Folgt unserer Primärerwartung, Das bedeutet, unser Endgegner, die rote Box, hat sich ja, bewahrheitet. Und jetzt sind wir weiter in die grüne Box unterwegs. Das heißt, weitere Beflügelung des Marktes. Wir müssen jetzt dann ganz genau hinschauen, ob wir die 28.000er Marke, dann das werden wir gleich besprechen, verlassen können nach oben oder ob das nochmal zu einem letzten Crash führt. Ja? Das schauen wir uns gleich gemeinsam an. Wir gehen dazu hier zum Bitcoin-Chart. Wie sieht es hier aktuell aus? Folgendes Szenario. Sie sehen die rote Box bei ca. 28.790 bis 29.959. Die wird entscheiden, ob wir hier entsprechend nach oben kommen oder nicht. Was wir definitiv jetzt schon mal sagen können, ist Folgendes. Dazu zoomen wir jetzt nun etwas rein. Wir können definitiv dazu sagen, dass wir hier an dieser Stelle auf jeden Fall eine Rejection sehen werden. Ja? Wie stark die sein wird, ob sie ausreicht für einen Crash oder ob sie hier nur rejected werden und wir haben hier dann ein Cup and Handle Pattern, das dann hier quasi bis zu den 27.3 nochmal zurückkommt und von dort messen wir mal das Zieltarget, was hier circa das Zieltarget wäre, 33.800, ja, bedeutet, es kommt jetzt ganz, ganz stark darauf an, wie diese Box hier reagiert, ja, das ist extrem wichtig. Und da muss man genauer hinschauen, denn in dieser Box entscheidet sich unserer Meinung nach. Wir haben einen weiteren Chart nochmal mitgebracht. Das ist die Parabolic, wo quasi jetzt ansteigen kann, nicht perfekt gezeichnet hat aber die Möglichkeit, alle drei Basen bzw. abgeschlossen zu haben und nun sich in die Base 4 hier oben rein zu begeben, um nochmal den Anstieg in die 29X zu erhalten. Ja, wichtig, wie gesagt. Alles aktuell sehr sehr stark auf dem Fokus, dass wir weitere Anstiege sehen. Auch hier möchten wir mal kurz den Ethereum-Preis zeigen, und zwar etwas herausgesummt auf dem two day chart Hier haben wir nämlich eine Sending Triangle, das sich bisher sehr sehr schön ausgespielt hat. Und wenn man sich auch die Formation anschaut, dann könnte das es gewesen sein. Wichtig dabei ist natürlich, auch hier haben wir eine rote Box hinterlegt bei 17,71. Ja sie sehen auch wir haben hier eine weiße widerstandslinie wird die aber nach oben hin durchbrochen und von oben im best case noch mal geretestet dann haben wir hier das thema durch und wir hätten die möglichkeit bis 3000 dollar anzusteigen wichtig aber noch nicht zu euphorisch zu werden und auch nicht zu bullisch ja wir sind zwar hyperbullen aber solange die bären ne im markt sind respektieren wir diese und wir respektieren diese auch weiterhin in der Box von 1771. Dann gehen wir direkt zu QNT. Wir haben ja hier drüber gesprochen. Mini-Zielbox ist unserer Meinung nach erreicht. Könnte es das gewesen sein? Ja, könnte es gewesen sein. Und hier haben Sie die nächste Zielbox im Bereich der 295 bis 330 Dollar. Es kann gut sein, dass wir wieder solch massiven Anstieg sehen bei QNT. Und dass wir sehr, sehr schnell dann auch in der Zielbox sind. Das wird sich dann vermutlich in den nächsten ein bis zwei Monaten schon entscheiden. Wir haben hier die Zielbox, möchten wir nochmal zeigen. Für alle, die in unserer RSFM-Telegram-Gruppe sind, haben wir diese Zielbox hier hinterlegt. Sie sehen das nochmal von 64,7 bis 86,1. Das hat sehr gut funktioniert unserer Meinung nach. Der Kurs ist dann hier bis an die Unterkante der Zielbox gekommen. 1,5 Dollar Abweichung. So sollte es im Best Case sein. Funktioniert natürlich nicht immer, aber in dem Fall hat es sehr gut funktioniert. QNT. Und für uns kann es das sehr wohl gewesen sein. Wenn Sie auch Interesse haben an solchen Einstiegen aktuell in der besten Phase oder an Trading, was wir gleich besprechen, unterhalb der Videobeschreibung finden Sie unsere Telegram-Gruppe. Oder wenn Sie das selber erlernen möchten, finden Sie unterhalb der Videobeschreibung unseren Crypto-Trading-Kurs und unser Crypto-Trading-Kurs Advanced für alle Fortgeschrittenen. Wir gehen direkt weiter, schauen uns unser äh, Litecoin-Szenario an, das ist unser Litecoin-Trading-Szenario, was wir für die Telegram-Gruppe auch aufbereitet haben. Haben wir bereits in dem letzten Video erklärt. Auch hier ist es für uns wichtig, Ausbruch, wir zoomen nun raus und dann sehen wir ein wunderschönes Inverse Head and Shoulder Pattern und das hat das Ziel-Target. Und da haben wir alle viel, viel Spaß dabei. Wir sind seit der Grünen Zielbox investiert, unterhalb sind es 19%. Von aktuellem Level sogar noch sind es von der Unterkante 14,60. Ja, dann schauen wir uns Render an, auch das hat sehr gut funktioniert. Auch hier sehr schöne Einstiegsbox. Wir erwarten nun einen Push in die Region von 1,85 bis 1,96. Dann schauen wir uns Solana an, auch hier sieht es weiterhin sehr gut aus. Solana Zieltarget 23,18, äh, grüne Box unten verlassen, rote Box sollte in Kürze getroffen werden. Dann haben wir Compound. Auch Compound sieht übergeordnet für uns sehr, sehr gut aus. Weiterhin aus der Zielbox und hat hier die Möglichkeit auf 131 Dollar zu pushen. Dann schauen wir uns IMX Immutable X an. Auch sehr schönes Projekt unserer Meinung nach. Werden wir weiterhin beobachten, weil wir sind hier sehr schön investiert. Hat hier die Möglichkeit im nächsten Move auf 2,59 Dollar zu kommen. Sehr schön unserer Meinung nach der Coin. Ebenso sehr schön Vera City auch hier. Sehr schöne Green Candle. Wir hatten in der Vergangenheit öfters gesprochen, dass Vera City in der Trendwende-Box steht und allein diese Candle war 34%. Gratulation an alle, die diese Box bisher genutzt haben. Wie gesagt, jetzt muss er aber, um nachhaltig Anstiege zu zeigen und an die Box zu kommen, diese 0,00612 überwinden. Ja, das ist erstmal relevant nach oben zu kommen, nur wenn er das schafft, haben wir hier auch die Möglichkeit nachhaltig weiter anzusteigen. Das ist jetzt entscheidend, ansonsten haben wir hier noch mal die weiße Linie für Veracity, die hat 0,0016. Muss man beides immer respektieren. Ja, dann schauen wir uns Trias an. Trias hat bisher auch sehr gut funktioniert, sehr bullische Wochenkerze aus unserer Trendwendebox, schauen wir uns mal an, wo wir hier liegen bei ca. 26 seit der Trendwendebox. Er ist nun außerhalb der Trendwendebox, da entscheidet sich das jetzt auch in den kommenden ein zwei Wochen, sieht aber unserer Meinung nach sehr gut aus und ja, kann man ganz klar sagen, es wäre eine Möglichkeit hier ein Cup and Handle zu formen. Und dann haben wir hier auch weiterhin die Möglichkeit für Trias nach oben zu kommen. Nächste Zielbox, wo wir genauer hinschauen, sind die 6,28 Dollar im Schnitt. Da muss man dann genau schauen, ob hier der, ja, der Push weitergeht oder ob er hier dann nochmal final stärker korrigiert. Dann Matic. Ja, Matic sehr schwer. Aktuell müssen wir ganz klar sagen. Es kann es hier gewesen sein. Ja, wenn er dann jetzt hier mal einen Impuls zeigt. Man muss aber ganz klar sagen. Dass das Szenario hier auch immer noch sehr, sehr wahrscheinlich ist, solange Matic keinen Impuls zeigt. Deswegen bei Matic sehr, sehr schwer hier zu sagen und deswegen gibt es ja auch keine Trendwendebox. Ob wir hier das nun schon gehabt haben oder nicht, muss man ganz klar so sagen. Phantom. Phantom sehen Sie mal, wie das aussieht, hat unsere Zielbox hier unterschlagen ja auch das ist immer sehr sehr möglich hier muss jetzt erstmal über die 22 bzw. im Best Case auf 23 Cent kommen wenn er das schafft sehr schön dann könnten wir unsere Zielbox hier oben bei ca 1 Dollar erreichen andernfalls geht Phantom hat auch Phantom die Möglichkeit nochmal tiefer zu gehen wir erwarten aber weiterhin bei Phantom ab ob er es hier schafft ja der Coin ist immer nicht der Beste für einen schönen Count aber ganz wichtig wir geben ihm hier die Möglichkeit Direkt durchzustarten. Unsere Meinung zu Phantom. Warten wir ab, wie es sich ausspielt. Ja, dann haben wir ein weiteres schönes Szenario, was wir vergangene Woche auch kommuniziert haben. Das ist unser Arbitrum Coin. Sehr, sehr schön. Hier erwarten wir einen sehr starken Move. Wir haben hier auf der Unterkante bis zur Oberkante 14% bisher gesehen. Diese Woche sehr schöne grüne Kerze. Ja, und jetzt erwarten wir von aktuellem Kurs bis zum nächsten Zielbox auf der Unterkante 220% Arbitrum wird uns noch sehr viel Spaß machen. Die Region von ja kann man hier so sagen 60 bis 90 Cent spielt überhaupt keine Rolle. Wo ist weiter eine ganz ganz tolle Möglichkeit für uns. Ja, dann haben wir unseren Falcon. Der war ja auf Spitz und Knopf hier an der Zielbox. Hat sich jetzt hier, Sie sehen es minimal wieder zurückgekämpft. Ja, steht aber noch in der Zielbox. Lassen wir gelten und sollte Falcon den Pump sehen, wovon wir aktuell ausgehen haben wir die Möglichkeit 13,5 bis 14,6 mit einer Korrektur auf ca. 9,5 Dollar zurück und dann den Push sogar bis 21 Dollar für Falcon. Schauen wir mal an, ob wir das, ja, das wären 500 Prozent. Ja, so viel zu Falcon. Wichtig ist es und ist auch nochmal zum Verständnis, Sie sehen das hier an Falcon, wo der Coin hingehen kann. Wir sind hier absolut in der unteren Region. Ja, das ist absolut die unterste Region. Selbst wenn der Coin auf 2 Dollar geht. Wir haben hier eine Wahnsinnsmöglichkeit, unserer Meinung nach, bei vielen, vielen Coins aktuell in der unteren Region einzukaufen. Später, wenn wir dann hier in oberen Preisregionen sind. Ja? Angenommen, wir stehen jetzt hier bei 50 Dollar in der Box und sagt jeder, wow, der war mal bei 2 oder 3 Dollar. Jetzt ist er bei 2 oder 3 Dollar. Wunschcoin Morpheus Network haben wir mitgebracht. Liebe Grüße gehen raus. Wurde mehrfach gewünscht, sowohl in der Telegram-Gruppe als auch auf YouTube. Mögliches Szenario hier für Morpheus Network aus der Trendwendebox heraus zu reagieren. Jetzt möchten wir aber hier bei Morpheus Network ganz klar sagen: Er kann, und das ist ganz, ganz wichtig, sich auch hier nochmal ein neues Tief abholen, circa bei 70 Cent und dann durchstarten. Ganz, ganz wichtig. Ja? Das heißt, es wären von aktuellem Kurs circa 30 Cent Einbuße. Wenn wir jetzt in Morpheus Network investieren würden, wie würden wir das machen? Wenn wir jetzt angenommen 1000 Dollar hätten, dann würden wir 500 Dollar jetzt investieren und 500 Dollar auf der Seitenlinie halten. Sollte der Coin dann wirklich nochmal tiefer gehen? Ja? Das ist unsere persönliche Meinung hierzu. Wir haben die Möglichkeit, es von hier bereits gesehen zu haben allerdings muss man ganz klar sagen, sind die 70 Cent hier auch sehr stark im Fokus. Morpheus Network, für Sie. wir gehen direkt weiter zu Cas Casper, auch ein sehr interessanter Coin, der immer wieder gewünscht wird. Hier haben wir weiterhin die, ja, die Endgegnerbox, eine kleine äh, vor Augen, die entscheidet, ob wir auf die 2,2 Cent oder auf die ca. 77 äh, Cent kommen, ja. Da möchten wir nochmal kurz reinzoomen, das sieht man hier ganz deutlich, das ist hier die Box, ja, und werden wir hier nach unten rejected für Kass, dann wird's höchstwahrscheinlich für Kass eine 2, Cent Prognose in circa, ja, den nächsten Monaten irgendwann mal geben. Ja. Wichtig ist, viele ähm, einfach zum Verständnis nochmal, KAS, weshalb KAS im Bärenmarkt also gestiegen ist. Er hat gegenüber den anderen Altcoins auch zu dem KAS-Bitcoin-Verhältnis ein anderes. Und es ist natürlich so, wenn der Bitcoin auch entsprechend ein anderes Verhältnis antizyklisch hat, dann kann KAS, obwohl Bitcoin steigt, natürlich auch weiter fallen, auch wenn KAS dann nicht mehr so stark steigt. Das ist möglich, ja, bei KAS. Deswegen, solange hier die Box nicht überschritten wird, können wir nicht von weiter steigenden Preisen ausgehen. Schafft es der Kurs, haben wir hier die 7 Cent im Fokus. Schafft es er nicht, müssen wir ganz klar uns mit 2,5 Cent in Kürze dann auseinandersetzen. Dann würde ein weiterer Wunschcoin auch aus der Telegram-Gruppe und YouTube gewünscht. NIR-Protokoll, auch immer sehr, sehr interessant. Können Sie bitte NIR analysieren, sehr gerne. NIR-Protokoll, unserer Meinung nach, wir haben extra auch für NIR-Protokoll, weil uns das auch wichtig ist, auch nochmal einen Mehrwert in die Telegram-Gruppe zu geben. Wir haben hier wirklich alles gecheckt, inklusive Indikatoren. Und für uns kann man sagen, wenn er diese weiße Linie hier bei 1,26 durchbricht, es wäre alles dann gegeben. Ja, auf höheren Zeitebenen bullische Crosse, MACD. Wir haben unterschiedliche unseren RSFM-Crypto-Trend-Indikatoren, unterschiedliche Werte geprüft. Es könnte alles passen hier für, einen, ja, für eine Bodenbildung im 1-Dollar-Bereich für NIR. Es gibt natürlich wie immer keine Garantie. Für nichts, aber es gibt hier die Möglichkeit für Nier, dass wir erstmal auch weitere Anstiege sehen. Wie es dann hier weitergeht, ja, möchten wir auch dann noch mal kurz zeigen, einfach grob, ja. Wenn wir hier die Trendlinie, ja, das möchten wir auch mal zeigen, wenn wir hier die Trendlinie durchbrechen, dann haben wir eine sehr sehr gute Möglichkeit auch, das natürlich bei Nier auf ca. zwei Dollar locker zu schaffen, ja. Aber wichtig, das sind zwei Werte, die sind sehr, sehr interessant. Das ist einmal von der Trendline die 1,26 und dann diese Trendline. Ja. Aktuell sieht es aber sehr, sehr gut aus, auch für NIR. Wie gesagt, absolut keine Garantie. Es können auch Projekte sterben. Wir sind im Altcoin-Sektor, aber rein auf der Basis von verschiedenen technischen Indikatoren und Analyse könnten wir gut 2 Dollar sehen hier bei NIR. Dann würde gewünscht, können Sie bitte nochmal mal Apicoin sich anschauen. Apecoin haben wir auch angeschaut. Auch hier liebe Grüße in die Telegram-Gruppe. Hatte sich mal jemand vor Wochen gewünscht. Können Sie sich das mal anschauen? Und wir haben tatsächlich bei ca. 1 Dollar hier den Boden gehabt. Das könnte sein. Ja, freuen uns natürlich, wenn wir hier Mehrwert mitgeben können. Jetzt ist es so, muss man ganz klar sagen, wir waren hier schon minimal in der Trendwende-Box mit dieser Kerze, die für uns entscheidend ist. Ob es jetzt nun hier nochmal reinschafft, wissen wir nicht. Ja, er kann auch hier direkt durchziehen für 1,36. Sollte sich jemand dafür interessieren oder auch liebe Grüße in die Telegram-Gruppe, da kam der Wunsch auch her, dann einfach noch mal anfragen bitte, wenn der Coin mehr Movement gemacht hat in die Korrektur geht, dann können wir da noch mal in die Korrektur reinschauen. Aktuell könnte es aber nämlich sein, dass der Coin eine Extension beginnt. Das ist dann immer sehr sehr schwer, da mittendrin einzusteigen, da dann besser auf den Rücksetzer warten. Ja.